Willkommen zurück zu Custom Quest. Wir sind hier stehen geblieben. Ja, siehst du, das Grubbelkostüm fehlt noch und das Scheißkostüm von dem Festival. Ach, mein Gott, das nervt. Siehst du, finde bei der Giro vom Kostüm Vampir raus, welches Kostüm sie sehen wollen. Ach, und damit muss man sich das anmelden. Siehst du, ich bin so ein Depp, ey. Holy shit. Trage etwas zu Giro und sprich mit dem. Ach, siehst du, ich bin so ein Idiot, ey. Holy shit. Ach, nee. Nächste, da haben wir auch noch eine. Boah, was ist denn los? Ich habe ja immer mal 50% der Quests nicht gemacht. Ich hoffe, man kommt irgendwie noch zurück. Ansonsten sehe ich, das ist echt scheiße. Aber wie soll man bitte zurückkommen? Ach, ist das ärgerlich. Ich hoffe einfach mal, man kommt noch zurück. Ich vertraue einfach mal darin in das Spiel, dass die kleinen Lappalien nicht direkt mit dem, ja, wie soll ich das sagen, damit bestrafen, dass man das Achievement nicht kriegen kann. Denn das kriegt man, wenn man alle Aufgaben erfüllt hat, kriegt man ein Steam Achievement und ich sammle die gerne. So, der heilt sich, kennen wir doch alle schon, oder ihn heilt er sich, ist ja auch egal. Beides das gleiche. Beide gleich tot. Wie gesagt, beide gleich tot. Nicht ein Leben verloren. Wunderbar. Rollkotze. Super tolle Karte. Total unturned. Das Level lässt auch nicht mehr lange auf sich warten. Oh, ich kann es kaputt machen. So, da hinten ist wahrscheinlich was. Ich weiß noch nicht was, aber irgendwas wird hier sein. War klar. Süßigkeiten! Ja, die letzten Karten sind ziemlich teuer, muss ich sagen. Wenn die anderen schon 550 gekostet haben. Was ist denn hier? Ach, schon wieder irgendwelche Kürbisse, die ich nicht kaputt machen kann. Ach, wie sie mich immer verarschen. Total uncool. Ah, hier ist der Typ. Ich habe mich doch gerade gewundert. Irgendwo war doch einer. Ich werde nie wieder auch nur ein Maiskorn essen. Zum Glück gibt es in Repugia kein Mais. Schmutzige Socken. Ey, möchte ich aber nicht tragen. Ist ja eklig. So, ganz kurz ein Safe holen. Und dann auf zum letzten. So, das müsste der letzte sein, ja. Schauen wir mal, wie wir uns an die ranschleichen können. Eventuell von hinten. Ja, da habe ich den einmal gerade fehlgeschlagen. Oh, zwei Magier, du hast da recht schwach. Vor allem kriegen sie noch einen First Attack Bonus oder wie auch immer ich das nennen will, einen Surprise Angriff. Shift. Ach, leider überleben die. Außer natürlich sie, außer natürlich sie heilen sich, aber nein, sie müssen natürlich angreifen. Na gut, dann müsst ihr halt in der Runde sterben. Habt ihr meine arme Lucy angegriffen, ihr Schweine. Und wieder 2000 Erfahrungen dazu. 2400. Ja, ich weiß gar nicht, wofür ich die ganzen Halloween-Karten noch brauche. Schließlich bin ich eh der Meister von Halloween. Das ist total stulle. No! Er hat sich gerade umgedreht, die Sau. Ich konnte ihn nicht schlagen. Und jetzt ist natürlich 3. Ach so, so vorausschaubar. Das ist jetzt kacke. Finde ich. Genau das dachte ich mir immer, dass das nämlich irgendwann passieren wird. Dass ich einfach mal fail schlage. Gerade noch so.
Das war knapp gewesen. Fast hätte der Space nicht mehr funktioniert. Oh nö, nicht heilen. Gut. Glücklicherweise nur stärker machen. Aber die überleben, das ist sehr uncool. Das ist uncool. Einer überlebt's. Zwei sogar. Okay. Dann bin ich in der Raketenhage. Jetzt vielleicht hätte ich Reynard mit der Katze ausstatten sollen, um zu gucken, was die Katze macht. So, das war der Typ von hinten, ne? Nee. Guck mal, da hat mich gerade ein Kürbis angegrinst am Baum. Da. Total sexy. So, wir haben eigentlich fast alles erfüllt. Was? Alter, wie kam der auf mich zugesprintet? Was hat der für Probleme? Das ist jetzt uncool. Oh, nur ein Magier. Dafür aber zwei Kanoniere. Finde ich auch nicht toll. Ja, vielleicht doch den mit dann angreifen sollen. Naja. Ja, alle anderen beiden werden immer vergiftet. Immer. Finde ich gut. Okay, irgendjemand hat einen Schild verfasst, glaube ich. Oder er hat gar nichts getan. Das kann auch gut sein. Und jetzt habe ich keinen Effekt gespürt. Seid vergiftet, ihr Schweine. Ja, in der dritten Runde ist das Gute immer auf jeden Fall beendet, das Game. Oder das Match. Außer natürlich ist es ein riesen Zwischenboss. Menschenkekse. Sweets! So, habe ich da hinten gerade was gesehen, dass man da lang konnte, oder? Ach nein, jetzt waren die Augen. Hier war der Untergrund da hinten. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine. Wenn nicht, ist auch egal. Der letzte, da hinten fehlen aber noch Kürbisse, die will ich kaputt machen. Wo habe ich die übersehen? Das geht ja gar nicht. Ah, hier. Siehst du? Die wurden orange, als ich näher kam. Deswegen habe ich die dann nicht mehr als Kaputtgabe wahrgenommen. Ja, 1500 Erfahrungen fehlen noch. Ne, 15.000. Huch, sorry. Vielleicht soll ich die fressen. Nein, lieber nicht. Huah, ich war schon am Durchdrehen hier drin. Danke, du hast mich gerettet. Hier, nimm das. Jutesack. Ah, Monster! Ruhig bleiben. Das bin doch nur ich in einem Kostüm. Schon vergessen? Ich glaube, der Durchgang ist ein bisschen zu viel Space mit einem Mal. So, was hat der so als schöne Fähigkeit? Jetzt haben wir alle Kostüme voll hier. Total, sieht das total gut aus. Kostüm. Kannst du sie nicht besiegen, so werde einer von ihnen. Herkunft, Verräter, verärgerte Gubbenüberläufer gaben mir Teil dieses Kostüms, weil ich ihnen geholfen habe. Hi, ich habe diese dummen Kinder gefangen. Ich bringe sie jetzt zu Dorzilla. Wow, du hast es geschafft. Moment mal. Irgendwas stimmt mit dir nicht. Warum klingst du so seltsam? Weil ich so ein dummes Monster bin, dass ich manchmal nicht weiß, ob ich meine Stimme benutzen soll. Ach so, gut, dann komm rein. Ist dir bescheuert. ja, ganz kurz, raus hier und die neuen Karten kaufen. Wir sind ja schließlich Level 9. Nicht, dass ich dann irgendwann vergesse, die Karten zu kaufen. Da habe ich wenigstens noch nicht alle nicht gekauft, sondern einige nur nicht. Starker heute kritisch angeschaut. Einfach wirkt einen starken Schaden mit Langzeitwirkung. Ach ja. Okay. Ja, da würde ich sagen, das hier kriegt sie. Dann sparen wir uns die
dass das andere angreift, holla. Das ist ja auch egal. Automatische Selbstwiederbelebung nach einem Zug. Alle GP werden wiederhergestellt. Holy shit. Der ist also unbesiegbar anscheinend. Also, jedenfalls eine Runde lang. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft zählt. Das wäre ein bisschen OP, glaube ich. Ja, und dann machen wir uns auf den Weg. So, jeder die Karte hat die richtige. Jeder hat die richtige Karte, so. Und dann machen wir uns auf den Weg zu Dorzilla. Die olle Hexe. So, wieder unser Gobbo-Kostüm nehmen. Naja. Dorzilla wird mich befördern. Gönn dir. Süßigkeiten. Überall Süßigkeiten. So, theoretisch muss ich ja eigentlich mein Kostüm nicht mehr tragen, oder? Damit ich hier ein bisschen rumsliden kann. Warum komme ich hier nicht lang? Ist jetzt uncool. Das ist uncool. Oh, da war eine Rampe. Gar nicht gesehen. Das wäre so irgendein Stachelding gewesen. Ja, alle Süßigkeiten mitnehmen, die man auch kriegen kann. Schließlich kosten die Karten eine ganze Menge. Ich konnte mir ja nicht mal die jetzt leisten. Ja, Binär Browser. Wir sollten über 15 Rampen oder so jumpen. Ist das eine Rampe hier, ja? Ich glaube ich nicht. Sieht einfach nur kacke aus. Okay. So, vorsichtig nicht mehr so zu weit sliden und hier zu irgendeinem Gegner kommen, wo wir eigentlich mit dem Kostüm hin sollten. Geschafft! Wir sind frei und in Sicherheit. Shh, das soll auch so bleiben. Tut mir leid, aber wir müssen auch die kleinen Erfolge feiern. Zum Beispiel sowas. Merxel? Metzl. Aus euch mache ich Kleinholz. Nur eine Sekunde. Das Ding bleibt doch stecken. Sollen wir rüberkommen? Nein, bleibt da und erwartet euren... Ah, endlich. Untergang! Ja. Nein, ich glaube nicht. Der mit seiner komischen Tucker-Tucker-Kiste wieder, die ist also fast auseinandergefallen. Ist er alleine? Ja, noch. Na, glücklicherweise haben wir den Langzeitschaden, den Giftschaden von Lucy. Und so wenig Schaden machen meine anderen Leute auch nicht. Tada! Und wie viel Schaden macht es? 48? Eieiei. 48 Schaden. Ach du Kacke. Das ist ja richtig heftig. So, ich werde die Spezialfähigkeit noch nicht benutzen. Denn höchstwahrscheinlich wird er sich wieder mehrfach verwandeln. Er schmeißt Dynamit auf mich. Finde ich jetzt aber auch nicht in Ordnung. Patsch! Space! Ja, ich glaube nicht, dass er... Schon kaputt? Mein Gott, ist der schwach. Hätte ich ja doch meine Spezialfähigkeiten einsetzen können. Lame, ich sehe ja gar nichts. Doch, hier unten. Süßigkeiten! Und da komme ich wieder zurück. Geile Sache. Die Möglichkeit werde ich doch gleich mal ergreifen. Autumn Haven oder Auburn Pines. Ich gehe erstmal hier in die Dings wieder zurück. Juhu! Ach, endlich. Weiterfahren bitte. Oh, hier sind Monster. Interessant. Nein, wir wollten noch eins weiter, glaube ich. Aber wem soll ich die Karte eigentlich geben? Der Typ hier unten hatte ich doch schon. Gut. Na, dann schauen wir uns doch mal an, was die Jury nochmal sagt. Da ist ein Dicker. Hightech, okay. Das heißt, der bleibt beim Laser. Informativ.
So, was könnte informativ sein? Die Freiheitsstatue könnte informativ sein. Das ist gut möglich. Die hatte ich bis zu dem Zeitpunkt nämlich auch. Und die olle Zippe hier hinten. Oh, sorry. Wollte ich nicht. Ich denke, ein Siegerkostüm müsste mich mit Ritterlichkeit und Ehre einfach von den Füßen hauen. Ja, gut, dann... Stimmt, ich kann ja gar nicht slime mit dem Ritter. So, Ritter halte ich und informativ. Das ist sehr gut möglich. Seid ihr bereit im Wettbewerb? Bitte heißt unsere nächsten Teilnehmergruppe. Sie nennen sich die Auburn Pines Monsterjäger. Wow, das ist so beeindruckend, dass ich ein völlig neues Wort erfinden muss, um dieses Kostüm zu beschreiben. Magitastisch. Queer Lastima. Herausragend. Für dieses Kostüm bekommt ihr ein 1+. Tut mir leid, die Jury mag euer Kostüm, aber ihr habt nicht gewonnen. Ihr dürft noch gerne noch... Was? Okay, statt Hightech könnte eventuell dies hier sein, der Robo. Schauen wir uns das nochmal an. Aha. Muy bueno. Das sieht doch gut aus. Wir sind bereit, die Sieger unserer Gruppenkategorie zu verkünden. Unser Hauptpreis geht an die Auburn Pines Monsterjäger. Juhu. Oh, ist das süß. Was ist das denn? Einhorn. 54 GP. Ach du Scheiße, ist nicht gerade wenig. So. Schauen wir uns das letzte Kostüm an. Da. Dieses seltene Tier benutzt ein leuchtendes Horn und seine belebenden Zaubersprüche, um die Gruppe zu regenerieren. Fokus, Unterstützung, Typ Magie, Kampffähigkeit, mein schönes Wundermittel. Belebt ein Gruppenmitglied wieder, das außer Gefecht ist und gibt diesen volle Gesundheit. Ha. Na, das sieht doch ganz gut für unsere Lucy aus, wa? Ein Horn. Der kriegt das wieder und der kriegt sein... Da ist es, die 4. Ist das eine geile Truppe. Ist das ein 275 Leben? Holy shit, ist das eine geile Truppe. So. Problem. Okay, man kann also weiterhin die Äpfel sammeln. Das ist nämlich dazu da, die... No! Die restlichen Münzen zu bekommen, Süßigkeiten, höchstwahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob man die so kriegen könnte. Deswegen schauen wir uns das mal so an. Ansonsten würde ich höchstwahrscheinlich eh da auf diesem anderen Jahrmarkt die Süßigkeiten sammeln. ...40 von 35? okay. 45! Okay, 44. Wahrscheinlich kriege ich jetzt 44 Süßigkeiten. Okay, ich bekomme gar nichts. Das ist auch nicht schlecht. So, nächste Quest. Schauen wir uns das ganz kurz an. Was wir sonst noch haben. Süßes gesammelt. Okay, das müssen wir ja später noch machen. Besorge die Schleimkäfer. Tausche mit einem anderen Halloween-Kartensammler. Wer ist denn Kenji, bitteschön? Ach du Kacke. Na, das weiß ich jetzt auch nicht. Ja, wir sind aber schon weit über der Zeit. Deswegen würde ich sagen, machen wir ganz kurz eine Pause. Such den Typen und wenn es so weit ist, dann schauen wir weiter, ne? Bis dann. Ciao, ciao.